Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Enstal-TV-Seher, ein Thema, das heute aktueller denn je ist, die Vorsorge. Wohl für niemanden sind die Veränderungen, wie die durchlebte Finanzkrise und die momentane Niedrigzinsphase mit sich gebracht haben, unbemerkt geblieben. Das Vertrauen in Finanzinstitute ist gesunken, Sicherheit steht mittlerweile vor dem Ertrag und Transparenz steht vor möglichen Gewinnen. Wenn Sie zum Beispiel eine Wohnung kaufen und weitervermieten, die Darlehensrückzahlung zum Teil oder auch ganz aus den Mieteinnahmen tätigen und für die Zeit danach gesicherte Zusatzeinkünfte haben, sprechen wir von einer Anlegerwohnung. Eine solche ist nicht nur eine interessante Investitionsmöglichkeit, sie ist wirklich eine tolle Möglichkeit zur Pensionsvorsorge und eben eine Top-Alternative bzw. ja, eine Ergänzung zum Kapitalmarkt. So eine Anlegerwohnung ist im Normalfall krisensicher, wertstabil und hat Wertsteigerungspotenzial für Sie selber und für Ihre Nachkommen. Und weil es Profis gibt, die sich im Falle des Falles um wirklich alles kümmern, sind auch Ängste vor eventuell möglichen Problemen, ja, meiner Meinung nach schon eher unbegründet. Wenn man so will, kann so ein Ankauf gänzlich über Eigenkapital erfolgen. Steuerlich interessant ist aber die Variante mit entsprechendem Darlehensanteil. Grundsätzlich können Sie schon ab einer möglichen Eigenkapitalleistung von 9.000 Euro dabei sein. Also, wenn Sie sich, liebe Zuseher, schon mal ernsthafte Gedanken über die Vorsorge gemacht haben, dann wird wohl eine Anlegerwohnung auf jeden Fall ein Thema sein, das zumindest mal zum Nachdenken anregen sollte. Lassen Sie sich ganz einfach einmal beraten. Wenn Sie Fragen zu unserem heutigen Thema haben, können Sie ganz unverbindlich die hier eingeblendete Nummer anrufen. Beziehungsweise Sie wissen ja, wo Sie uns finden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Fabio von RE/MAX. Und nun unsere Kurzimmobilien der aktuellen Woche. Unser Objekt 1, eine Dreizimmerwohnung in Schladming. Mit 79 Quadratmeter Wohnfläche und einem tollen Balkon mit 24 Quadratmeter. Barrierefrei mit Lift. Die äußerst attraktive Immobilie liegt direkt am Planeistadion. Der Kaufpreis 329.000 Euro. Und unser Objekt 2, ein schönes Wohnhaus in Bad Aussee. 148 Quadratmeter Wohnfläche, 869 Quadratmeter Grund, in ruhiger Lage und mit herrlichem Saarsteinblick. Der Kaufpreis 345.000 Euro. Und schließlich unser Objekt 3, ein tolles Mietwohnhaus in Admont mit zwei Wohnungen und einer Geschäftsfläche. Ein Anlageobjekt mit 430 Quadratmeter Gesamtnutzfläche, davon 260 Quadratmeter Wohnfläche. 2012 wurde alles generalsaniert. Der Kaufpreis 249.000 Euro.